Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Libori TV. Heute aus St. Patrokli in Soest. Es sind bewegende Zeiten fürs Erzbistum. Zum einen, weil das Rücktrittsgesuch von Erzbischof Hans-Josef Becker durch Papst Franziskus angenommen worden ist. Bewegende Zeiten aber auch, weil wir alle merken, wie die Kosten steigen, wie es Krieg in Europa gibt, wie manchmal vielleicht die Sicherheit, die Zuversicht fehlt. Zuversicht, wie sie in der St. Martinswoche so wichtig ist und auch gezeigt wird. St. Martin teilt seinen Mantel mit einem Fremden. Und genau deshalb wollen wir heute auch den Schwerpunkt in dieser Sendung auf das Thema Teilen legen. Wir sind dafür im Ruhrgebiet genauso unterwegs wie im Sauerland. Wir zeigen Menschen, die ihr Lachen teilen. Wir sind aber auch bei Menschen, die Leid teilen und das sogar ganz freiwillig. Los geht's bei der Caritas in Lippstadt, bei der Tafel dort, wo man für immer mehr Menschen immer weniger Lebensmittel zur Verfügung hat. Die Ehrenamtlichen dort, die wissen also aus ihrer täglichen Arbeit, wie wichtig Teilen ist. Morgens bei der Lippstädter Tafel. Bald beginnt die Ausgabe der Lebensmittel. Alles, was angeliefert wird, muss geprüft werden. Was ist noch essbar und wie viel ist überhaupt zum Verkauf da? Derzeit ist das problematisch, sodass die Lebensmittel teils rationiert werden müssen. Es ist schlimm. Für manche ist es gerade so, auch heute so, wenn die Rentner kommen, das ist schon, darf ich nicht noch eine Birne oder einen Apfel mehr oder nein, geht nicht, wir brauchen für morgen auch noch Sachen. Ja, das ist schon schlimm, finde ich. Ich denke dann immer, wenn ich da stehen würde und mir würde das jemand sagen, ich glaube, ich würde auch ein bisschen verzweifeln. Das Prinzip der Tafeln beruht auf Spenden. Zum Beispiel von Supermärkten, die nicht mehr verkäufliche, aber immer noch essbare Lebensmittel abgeben. Diese werden dann an Menschen mit geringem Einkommen sehr preisgünstig verkauft. Die Arbeit der Tafeln übernehmen zum Großteil Ehrenamtliche wie Ernst Otto Kopke. Doch auch er merkt, die Situation hat sich zum Negativen gewendet. Wenn wir früher montags gefahren sind, haben wir oftmals zweimal den Wagen relativ voll gehabt. Haben wir aber warten müssen. Ne? Geschäft für Geschäft wird angefahren in der Hoffnung, so viele Lebensmittel wie möglich zu bekommen. Denn es gibt aktuell deutlich mehr Menschen, die zu den Tafeln kommen. Ukrainische Geflüchtete sowie Menschen, denen angesichts gestiegener Lebensmittel- und Energiepreise schlichtweg das Geld fehlt. Wir haben ja nun in dieser Gesellschaft nicht nur Gewinner, sag ich mal, sondern wir haben auch genug Menschen, die kämpfen müssen. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen beitragen kann und helfen kann, dann ist das eine Sache, die einen auch zufrieden macht. Träger der Tafel in Lippstadt ist der Caritasverband Soest. Und die Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen ist groß. Sie spenden gerne ihre Zeit, um die Lebensmittel zu sortieren, die Ausgabe vorzubereiten oder die Waren zur Tafel zu fahren. Gelebte Nächstenliebe im Alltag durch Ehrenamtliche und Caritas. Es ist ganz wichtig, dass die Caritas auch auf dieser Ebene sich stark präsentiert. Dieses soziale Engagement, was Caritas auch ausmacht, die Hilfsbereitschaft und so weiter, das ist ja unser oberstes Ziel. Durch die Spenden und das Engagement der Ehrenamtlichen in der Lippstädter Tafel werden wöchentlich über 500 Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Für alle hier im Mittelpunkt steht das, was nicht nur die Tafeln der Caritas im Erzbistum Paderborn ausmacht. Zu teilen. Ja, ist das Wichtigste. Aber also ich finde es schon ganz passend und mir macht es auch Freude. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Schön wäre es natürlich, mehr Aufmerksamkeit zu teilen. Und sei es auch nur durch ein ganz kleines Lächeln. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so richtig gelingt uns das im Alltag ja auch nicht immer.
Bei Melanie Potthoff aus Herzebrock, da ist das ein bisschen anders. Wir haben sie begleitet als Clown Pralino in einer Pflegeeinrichtung. Und das zeigt ganz gut, wie schön es ist, Freude zu teilen. Wenn Melanie Potthoff beginnt, sich zu verwandeln, ist bei anderen die Vorfreude schon ganz groß. Die 52-Jährige arbeitet seit 2015 ehrenamtlich als Clown. Und wie es sich für einen echten Clown gehört, hat ihre Figur auch einen Namen: Pralino. Ihren ersten Auftritt als Clown hat sie gemeinsam mit ihrem Sohn in einer Kinderfreizeit auf Spiekeroog. Seitdem lässt sie die Leidenschaft, Freude mit anderen zu teilen, nicht mehr los. Ich habe die ersten Jahre immer gesagt, ich mache es nur für mich, weil mir das unheimlich viel gebracht hat. Und dann haben sie halt doch immer mal wieder angefragt, ob ich es nicht doch für jemanden machen möchte. Ja, und dann kam das eben so, dass über die Caritas dann der Kontakt kam zu dieser Tagespflege. Und die haben mich nett aufgenommen und freuen sich jetzt immer, wenn ich komme. So auch an diesem Tag. Regelmäßig tritt Melanie Potthoff als Clown Pralino oder Erika Plaudertasche in der Caritas-Tagespflege Wiedenbrück auf. Ihre Clown-Einlagen sollen Spaß bereiten, aber auch praktische Zwecke erfüllen. Ein Clown in der Pflege macht eben nicht ganz das Gleiche wie ein Zirkusclown. Freude ist ganz im Vordergrund bei der Aktion und ich finde halt, dass ihr Besuch auch alle Sinne der Gäste stimuliert und jeder macht mit, jeder ist freudig. Pralino teilt aber nicht nur Freude, sondern erfährt auch selbst viel Positives durch das Clownsein. Den Wunsch hatte sie schon lange. Nachdem ihr Mann nach langer Krankheit starb, entschied sie sich, eine Ausbildung als Clown zu machen. Dort sammelt die Grundschullehrerin wertvolle Erfahrungen. Faszinierend fand ich zum Beispiel, wie ich wiedergekommen bin, nachdem ich das erste Mal eine Woche in der Clownschule war. Also das hat mir unheimlich viel gebracht, an Selbstvertrauen halt auch. Und das hat mir dann auch in meiner Trauer geholfen, die Trauer zu bewältigen. Also das kann ich schon so sagen. Wenn Melanie Potthoff ihren Koffer öffnet, sind immer unterschiedliche Sachen dabei. Manchmal auch Außergewöhnliches. Als Clown in der Tagespflege macht sie nicht nur Spiele. Es wird auch gemeinsam gesungen und gegessen. Alexander Leveling, der Pfleger, ist der Co-Pilot von Pralino. Er hat die Uhr im Blick, steuert die gemeinsame Zeit. Bei den Teilnehmerinnen kommt Pralino gut an. Ich habe den heute das erste Mal gesehen, aber es war interessant. Ja, kann er ruhig wiederkommen. Pralino! Seit 3 Jahren schon kommt Pralino mehrmals im Jahr in die Caritas-Tagespflege in Wiedenbrück und teilt seine Freude mit anderen. Wesentlich schwieriger stellt man es sich ja vor, Leid zu teilen. Aber genau das ist ihre Berufung, das sagt sie selbst. Annelie Wallbaum kennt die Arbeit in einem Hospiz. Seit der Gründung des Lukas-Hospiz 2007 in Herne weiß sie, wie wichtig es ist, bei schwerer Krankheit oder aber auf dem letzten Weg jemandem beizustehen. Ein Hospiz ist der letzte Hafen sterbender und schwerstkranker Menschen. Und letztendlich geht es hier nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie. Und damit kann man den Leuten oft schon auch dieses Gefühl, vor eine Wand zu fahren, nehmen. Also dass man einfach sagt, auch hier geht es noch ein Stück weiter. Wir wissen nicht, wann es zu Ende ist, aber wir können gestalten, wie es zu Ende geht. Wir können für die Menschen viel tun. Sie an die Hand nehmen, sie begleiten und das Sterben leicht machen. Da steht sicherlich an erster Stelle also die Behandlung von Symptomen, die Menschen erleiden, dass man erstmal mit einer gut aufgestellten Schmerztherapie, einer gut aufgestellten Symptomenkontrolle dafür sorgt, dass die Menschen nicht mehr leiden. Und dann bleibt auch Raum und Zeit für Leben. Stehen jetzt noch Therapien an, onkologische? Frau Schmidt, die Mama stirbt nicht am Hospiz. Und viele sehen ja die Hospizarbeit von außen
immer schrecklich, wir könnten das nicht, immer tot, immer sterben. Und hier im Innenverhältnis lernt man ganz schnell, dass das überhaupt nicht dramatisch ist, weil Sterben sein darf, weil man Sterben zulässt, weil man nicht drum kämpft. Und dass dann hier, wenn die Stunde kommt, dass dann niemand rennt und holt einen Notfallkoffer, sondern holt einen Stuhl und ruft die Angehörigen an. Wir glauben, die Mama macht sich auf den Weg. Wir haben ja auch viele ehrenamtliche Kollegen, die einfach auch ihre Zeit teilen, ihre Zuwendung teilen mit den Menschen, die hier sind, ohne zu fragen. Also es gibt so ein schönes Wort, absichtslose Gastfreundschaft. Also dass man das, was man geben kann, es gibt ja auch Ehrenamtliche, die jetzt auch mal finanziell nicht so gut gestellt sind, aber die was von sich reingeben können. Mitleiden nützt niemanden, aber mitfühlen. Und was ganz, ganz elementar ist, dass wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, dass ich auch die Antwort hören möchte und dass man dann mit aushält, was die Menschen beklagen oder einfach auch miteinander schweigt. Also ich teile meine Zeit, meine Zuwendung, mein Ohr mit den Menschen. Das ist für mich noch mal ein ganz spezielles Erleben, weil ich hier vor 13 Jahren selber einen Herzstillstand hatte. Ich war klinisch tot, bin wiederbelebt worden, ja. Ich für mich habe daraus gelernt, dass wir nicht gefragt werden, wann wir gehen wollen. Und dass dann der Blick zurück, dass ich sagen kann, bis hierhin war es gut, wichtig ist und nicht das Hadern mit dem, was dann vielleicht nicht mehr gelingt, was hier ein großes Problem ist. Leben ist hier und jetzt. Jetzt machen, nicht lange drüber nachdenken. Dann würde man viel mehr Dinge erleben und hätte in der Rückschau auch diese Dinge, über die man sich freuen kann, weil sie gelungen sind und nicht mehr hadern damit, mit dem, was nicht mehr geht. Und Hospize sind ja die einzigen Einrichtungen oder die Hospizarbeit an sich, die einzige Einrichtung im Gesundheitswesen, die auf dem Boden einer Bürgerbewegung entstanden ist. Also eigentlich das Bild für Teilen, das kann ich mit den Menschen teilen, meine Zeit, meine Zuwendung. Und vom christlichen Menschenbild her ist es geprägt, weil das Christentum letztendlich die Barmherzigkeit in die Welt getragen hat. Und das ist ja das, was wir sein wollen, barmherzig. Wir sind ja heute in Soest und vielleicht hören Sie es so ein bisschen, das bekannteste alljährliche Ereignis hier ist die Allerheiligen-Kirmes. Aber Kirmes und Kirche? Na, doch, das passt zusammen, denn Kirmes ist die Abkürzung für Kirchweihmesse. Hier in Soest handelt es sich dabei um die Weihe der St. Patrokli-Kirche neben dem Dom. Ein Ereignis, was so wichtig war, dass es auf der Glocke hier hinter mir festgehalten ist. Tausende Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr nach Soest und wir waren natürlich auch unterwegs auf Europas größter Altstadtkirmes. Der Duft von gebrannten Mandeln, Lebkuchenherzen, Gelächter und überall schillernde Lichter. In Soest liegt Freude in der Luft. Denn es ist wieder Zeit, zusammenzukommen. Es ist die 684. Allerheiligen-Kirmes. Über 400 Schaustellende locken Besucherinnen und Besucher in die Altstadt. Auch Propst Dietmar Röttger ist hier unterwegs. Hi, grüß Gott. Wie bei vielen anderen ist die Kirmeswoche auch in seinem Kalender dick vermerkt.
Also Allerheiligen ist für mich das Osterfest des Herbstes sozusagen. Wir feiern die Auferstehung Jesu und dass er Leben für uns Menschen bereithält. Aber hier feiern wir auch ein Stückchen mit das Leben jetzt vor dem Tod. Und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut zusammen. Denn beides Mal geht es darum, ja, das Leben zu feiern, das Gott uns geschenkt hat. Ebenfalls auf der Kirmes unterwegs, Wallfahrtsseelsorger Markus Ende. Er ist zum diesjährigen Jägerkenner erkoren worden. Eine große Ehre für den 44-Jährigen aus Werl. Ich bin Botschafter der Stadt Soest. Ich repräsentiere die Stadt Soest. Wenn es zum Beispiel auf Hansetage geht, dann bin ich dabei. Wir teilen Zeit miteinander. Wir verbringen hier auf der Allerheiligen Kirmeszeit zusammen. Das ist so der schönste Übergang auch in die dunkle Jahreszeit. Mit Licht, mit den Gerüchen. Für besonders gute Laune sorgt der Wellenflieger in direkter Nachbarschaft zum Dom. Der Besuch hat Tradition. Am Sonntag nach dem Kirmesgottesdienst werden alle Kinder hier mit Freigarten erstmal beglückt und werden dann eine Runde im Kettenkarussell fahren. Das ist immer der besondere Attraktion nach dem Sonntagsgottesdienst am Kirmeswochenende. Eine Attraktion ist auch Markus Ende. Begleitet man ihn ein Stück, wird schnell klar, wie verbunden er der Stadt Soest ist. Gefühlt kennt er hier jeden. So wie es sich für ein echtes Jägerkind gehört. Denn seine Rolle geht auf die Hauptfigur eines Romans von vor über 300 Jahren zurück. Ein Draufgänger, den man zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges irgendwann zur Ehe zwang und zähmte, heißt es. So, dann begrüßen wir unser Jägerkind. Um Jägerkind zu werden, muss man sich im Beruf oder einer anderen gesellschaftlichen Funktion besonders verdient gemacht haben. Als Diplom-Religionspädagoge und Seelsorger der Wallfahrt zu Werl ist das gegeben. Gemeinsam mit der Soester Bördekönigin macht er der Stadt alle Ehre. Wir haben ja die Bördekönigin und das Jägerkönnen und das ist einfach hervorragend, wenn man mit so netten Repräsentationsfiguren zu Terminen gehen kann. Dann fallen einem die Sympathien nur so zu, das ist prima. Und mit ihm haben wir natürlich jetzt jemand, der auch für eine Sache steht, für die Wallfahrt in Werl und Werl und Soest mit der Maria. Das gehört natürlich zusammen und insofern haben wir jetzt hier eine Verbindungsperson zwischen Soest und Werl und das freut uns natürlich ganz besonders in den heutigen Zeiten, in denen wir sind und insofern sind wir stolz und froh, so ein tolles Jägerkind hier heute zu haben. Katholischer Glaube heißt auch, das Leben zu feiern. Deshalb gehört das für Propst Dietmar Röttger in der Gemeinde mit dazu. Ich glaube, wichtig ist, dass viele fahren, man ist Teil dessen geschehen. Also wir sind als Kirche jetzt keine Sonderwelt dabei, sondern wir sind mitten dazwischen. Und in vielen lockeren Begegnungen, wo man sich einfach nur Hallo sagt und sich begegnet, gar nicht tiefe Gespräche führt oder so, sondern sich gegenseitig wahrnimmt, dass man zusammen eben hier diese Kirmes mitfeiert. Als Teil einer großen Stadtgemeinschaft letztendlich, auch mit vielen, vielen Gästen natürlich. Im Remter des St. Patrokli-Doms ist in diesem Jahr eine besondere Ausstellung zu Gast. Rainer Scholz ist Modellbauer und stellt in Soest seine Miniaturkirmes aus. Die bisweil größte mobile Kirmesmodellausstellung der Welt. Also wir haben hier zum Beispiel den Shake. Der steht praktisch ein paar Meter weiter von uns. Hier vorne haben wir den Hexentanz, der ist auch hier. Ein paar Kindergeschäfte stehen auch hier. Da vorne Mr. Gravity, den wir hier vorne haben, der ist auch da. Es wechselt halt immer ein bisschen. Zum Beispiel der Colorado, der war früher hier ein Stammbeschicker, bis er verkauft wurde. Der kam hier aus Soest sogar. Dann haben wir hinten noch Amelungsen stehen. Stadt bekannt hier, wer das nicht kennt, der kommt nicht aus Soest, glaube ich. Also immer so ein paar Sachen auch, die von der Stadt her bekannt sind. Mittlerweile ist es dunkel geworden in Soest. Doch an ein Ende ist nicht zu denken. Propst Röttger hat zum traditionellen Rundgang geladen. Jedes Jahr trifft sich das Pfarrbüro und zieht gemeinsam los und genießt die Gemeinschaft auf der Kirmes. Hallo, liebe Leute!
Also, dunkelhell und Cola. Ah, vorsichtig. Mittlerweile ein fest etablierter Termin, 18 Uhr beim Probst Röttger in der Wohnung, der Start und dann geht's die obligatorische Runde. Man lebt einfach auf der Kirmes, man geht nicht zur Kirmes, sondern die Kirmes kommt zu einem irgendwie. Das ist ein Lebensgefühl, diese 5 Tage hier. Und so neigt sich in Soest einer von 5 Kirmestagen dann doch dem Ende. Ob Soester oder nicht, es wird gefeiert und gelacht. Hier weiß man einfach, was man aneinander hat. Und damit gehen wir nach Brilon und kommen zurück zur St. Martins Geschichte und gehen zu einer Einrichtung, die diese Geschichte auch mit im Namen trägt. In den Caritas-Werkstätten St. Martin arbeiten an verschiedenen Standorten rund 630 Menschen mit Behinderung, sollen so teilhaben am täglichen Leben, an der Arbeit, an Förderung. Teilhabe nennt sich das Ganze auch ein ganz klein wenig sperrig, denn die Werkstätten sind im Alltag für die Menschen viel mehr. Schon früh morgens ist in den Caritas-Werkstätten St. Martin in Brilon einiges los. Für viele Mitarbeitende weit mehr als nur Arbeit. Wie mein zweites Zuhause, kann ich nur sagen. Also man macht Scherze unter Kollegen, man hat Spaß miteinander und man kriegt sich auch schon mal in die Haare, dann verträgt man sich wieder. Und also kann man sonst gar nicht beschreiben, weil das ist einfach nur klasse. Die Tätigkeitsfelder in den Werkstätten sind divers. Es gibt eine Schreinerei, einen Metall- und Montagebereich, eine Verpackungsstation und einen Bereich für Pulverbeschichtung. Ähnlich vielfältig sind auch die Menschen dort. Wir haben im Grunde alle Behinderungsarten hier. Und unsere Aufgabe ist dann natürlich auch für alle Menschen, die bei uns sind, auch die passende Arbeit zu finden. Ich sage immer, im Grunde in der Industrie werden die Menschen für die Arbeit gesucht. Wir suchen die Arbeit für die Menschen, die wir bei uns haben. In den Werkstätten arbeiten junge Menschen wie Vanessa Gerke, aber auch Menschen kurz vor dem Rentenalter. Kürzlich wurde ein Mitarbeiter nach 47 Dienstjahren in der Werkstatt pensioniert. Davon ist Vanessa Gerke noch weit entfernt. Sie ist erst seit kurzem dort, wurde aber direkt sehr herzlich aufgenommen. Den ersten Tag war ich ein bisschen zu schüchtern, aber hinterher kamen da selber welche dazu. Das fand ich ja gut, dass viele mir Sachen gezeigt haben, was ich machen sollte. Insgesamt gibt es 6 Werkstattstandorte. 4 davon liegen in Brilon, die übrigen beiden in Marsberg und Winterberg. Alle Werkstätten haben ein gemeinsames Ziel: die Fähigkeiten und Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu berücksichtigen. Denn Erfolg und Anerkennung bei der Arbeit schaffen Selbstvertrauen. Es wird dann in verschiedenen Bereichen stets weiter gefördert für andere Tätigkeiten und auch letztendlich bis hin zu Tätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Im Metallbereich kommen auch hochmoderne, computergesteuerte Maschinen zum Einsatz. Hier entstehen beispielsweise Gehäuse für Ladegeräte. Diese werden in den Werkstätten nicht nur gebaut, sondern auch direkt vor Ort veredelt. Auch Daniela Emmerich arbeitet in diesem Bereich. Sie hat aber noch viele weitere Aufgaben. Ich mache ja nicht nur den Metallbereich, ich mache den Werkstattrat, ich mache jetzt mittlerweile auch die Peerberatung. Das war auch eine richtige Schulung. Und mache halt auch für den Werkstattrat richtig Fortbildung und sowas mit. Ne? Dass sie sich auch gerne für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert, hat einen guten Grund. Man fühlt sich ja einfach wohl, weil man knüpft Freunde, weil man halt soziale Kontakte hat. Neben dem Teilen von Kontakten und Chancen gibt es in den Werkstätten noch eine greifbarere Art des Teilens. So kommen manche Produkte, wie zum Beispiel Ladegeräte für Elektrorollstühle, am Ende auch wieder Menschen mit Behinderung zugute. Und das steigert wiederum die Freude an der Arbeit. Das Montieren macht mir Spaß, an der Maschine macht mir Spaß. Dann hat man ja mit den Herzchen diese Option gehabt. Das war ja auch wieder was Neues, eine Herausforderung. Und das finde ich einfach nur klasse. Auch für viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Produktlinie Herzwerk ein echtes Herzensprojekt. Die Metallherzen gibt es als Blumenständer, Aufsteller und Kerzenständer. Sie werden komplett in den Werkstätten hergestellt. Der Gedanke dahinter? Herz zeigen und diese Botschaft auch möglichst vielen Menschen nach Hause tragen. Schön ist immer dann, wenn wir nicht nur ein Teilprodukt, sondern auch
sag ich mal, ein Fertigprodukt bis zur Endverpackung auch machen. Und das ist eigentlich immer wichtig für die Identifikation. Die Aufgaben in der Werkstatt wechseln regelmäßig durch. Außer wenn man, wie Matthias Liese, eine absolute Lieblingsaufgabe hat. Er schraubt besonders gerne und das jeden Tag aufs Neue. Er möchte seine Arbeit nicht missen und so geht es vielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich hier geblieben bin. Also ich möchte auch gar nicht wieder hier weg, ne? Die Caritas-Werkstätten St. Martin beliefern ganz unterschiedliche Kunden. Diese handgefertigten Bierkästen zum Beispiel gehen an eine Brauerei in Villingen. Als beliebtes Mitbringsel tragen sie die Arbeit der Caritas-Werkstätten deutschlandweit in die Haushalte. Natürlich können wir keine St. Martins-Sendung machen, ohne mit der Laterne zu gehen. So wie in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke, also ganz im Norden des Erzbistums. Da war es jetzt wieder soweit. Und viele Kinder haben mitgemacht bei einem großen St. Martins-Umzug. Und das Besondere für die Kleinen, dieser Umzug, der findet mit echtem Ross und Reiter statt. Den St. Martins-Umzug gibt es schon, ich glaube, seit über 30 Jahren. Also seitdem ich mich hier an den Kindergarten erinnern kann, ist es schon immer so gewesen. Und es war auch schon vor meiner Zeit so, also schon sehr, sehr lange Tradition. Heute Morgen hat mir zum Beispiel eine Mutter erzählt, ihre ältere Tochter, die hier nicht mehr in den Kindergarten geht, hat gesagt, oh, kriege ich dann überhaupt auch ein Stück von der Martinsgans? Also das ist wirklich so was ganz Besonderes, wo alle Kinder sich wirklich gerne daran erinnern auch. Also es ist so, dass wir mit den Kindern im Kindergarten schon anfangen zu erklären, warum dieses Teilen und auf einen anderen Rücksicht nehmen und auch mal was abgeben eben viel wert ist. Und die Kinder spielen das eben im Stuhlkreis auch. Wir haben so einen kleinen Mantel, den sie dann eben auch selber teilen können. Und in der Kirche spiegelt sich das nochmal wieder und auch bei dem Ganzteilen eben. Das Besondere für uns ist, dass die ganze Familie zusammenkommt. Omas, Opas, alle sind dabei. Gerade das Pferd, das hat nun mal eine Bedeutung, gerade an diesem besonderen Tag. Und aus diesem Grunde finden wir das halt auch, ist ein riesengroßes Highlight. Familie Merdian, die ja eben auch im Zug mit war mit ihren Kindern. Die waren selber schon beide Kinder hier im Kindergarten, die Eltern, und kommen jetzt mit ihren Kindern und auch mit den Großeltern wieder hierher. Das ist wirklich eine ganz, ganz enge Verbindung. Die zwei Jahre davor haben wir auch einen Umzug gemacht. Es war wirklich ein kleiner mit den Kindern ganz alleine. Und man hat schon immer diese Zeit so ein bisschen im Blick gehabt und hat gesagt, oh, wir wollen gerne wieder, dass alle zu uns kommen können. Und es war schön zu sehen, wie viele Leute wirklich wieder den Weg zu uns gefunden haben. Mir persönlich gefällt das immer gut, auch wenn es trotzdem ein bisschen stressig ist. Also man ist ja wirklich und koordiniert und guckt, dass keiner zu weit auf die Straße geht, dass so die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Aber es ist immer ein toller Umzug und ich mache das wirklich gerne und freue mich schon auf nächstes Jahr. Und mit dieser Stimmung, den Lichtern der Laternen in der dunklen Jahreszeit, möchten wir uns heute sehr gerne von Ihnen verabschieden aus dem St. Patrokli-Dom in Soest. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und die nächste Ausgabe von Libori TV, die gibt es am 4. Advent. Alle Folgen von uns natürlich auch im Netz unter www.libori.tv oder auf dem YouTube-Kanal des Erzbistums. Machen Sie es gut, auf bald.